Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nachdem wir nun bereits mit Katrin Lukas über die Theorie des Fahrsimulators gesprochen haben, reden wir nun mit Dirk Deichsel, dem Leiter der Fahrschule der LVB, über die praktische Umsetzung hier im Fahrtrainingszentrum. Schönen guten Tag, Herr Deichsel. Schönen guten Tag. Wie können wir uns denn so eine Übungseinheit hier in einem dieser Simulatoren vorstellen? Ja, letzten Endes können wir hier in den Simulatoren alles das machen, was wir auch draußen in der praktischen Ausbildung auf der Straße machen können. Wir haben also etwa 45 Kilometer unseres Liniennetzes hier 1:1 abgebildet. Das Einzige, was nicht ganz real ist, sind einige Gebäude. Aber die wichtigen haben wir auch hier 1:1 abgebildet und können vor allen Dingen hier im Simulator das üben, was wir auch draußen nicht üben können. Also gefährliche Situationen, erahnen von gefährlichen Situationen, verhindern von Unfällen. Das heißt, man kann eine Ausbildung hier im Simulator durchaus mit der praktischen Ausbildung einer Straßenbahn draußen vergleichen? Ja, das Einzige, was wir haben keine Live-Fahrgäste. Wir haben auch Fahrgäste im Simulator, die ein- und aussteigen, die sich auch wie Fahrgäste verhalten, aber verbal natürlich nicht. Und wann genau geht es denn hier mit dem ersten Ausbildungszyklus für neue Straßenbahnfahrerinnen und Fahrer los? Ja, nachdem wir erfolgreich die Abnahme jetzt mit der Herstellerfirma diese in der vergangenen Woche gemacht haben, werden wir heute eröffnen und gehen am Montag in den 3-monatigen Probebetrieb, den wir hoffentlich, und da sind wir uns eigentlich sehr zuversichtlich, dann Ende Dezember abgeschlossen haben und gehen dann in die Ausbildung. Welche Schwierigkeiten können denn hier in so einem Fahrsimulator für Auszubildende entstehen? Na, wir hoffen gar keine. Ja, also wir wollen sie ja aktiv auf da draußen vorbereiten und genau Ängste nehmen. Dazu soll ja der Simulator auch dienen. Man hat ja schon irgendwo im Hinterkopf, im Endeffekt kann nichts passieren, auch wenn wir hier einen Unfall simulieren, ja, was draußen natürlich dann zu einem Riesenschaden führen würde. Also hoffen Sie schon, dass Sie mithilfe dieses ganzen Fahrlernzentrums wieder mehr Anwärterinnen und Anwärter bekommen können? Das ist eines der Ziele. Na, wir wollen also auch für unsere Fahrgäste draußen unsere Leute noch besser vorbereiten, um also schneller Störungen zu beheben, um Unfälle zu vermeiden, um einfach noch besser zu werden da draußen. Ja, und damit vielen Dank an Sie, Dirk Deichsel, Leiter der Fahrschule hier bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Bitte.